Verantwortung übernehmen für sich selbst. Das heutige Thema bewegt mich immer wieder total, weil es wird sehr, sehr viel darüber gesprochen. Und immer wieder heißt es, Verantwortung ist das Allerwichtigste überhaupt in deinem Leben. Du musst lernen, Verantwortung zu übernehmen. Du musst lernen, Verantwortung für dich zu übernehmen. Aber was ist das eigentlich ganz genau und wie macht man das vor allen Dingen? Ich persönlich glaube, dass Verantwortung tatsächlich eins der großen Masterkeys ist überhaupt, um dein Leben in irgendeiner Form in die Richtung zu bringen, in die du möchtest. Weil Verantwortung setzt voraus, dass du auf der einen Seite eine Antwort entwickelst in dir auf das Leben, auf die Dinge, die dir begegnen, auf die Situation, auf die Umstände. Verantwortung übernehmen bedeutet aber auch, dass du eine Antwort parat hast für das, was aus dir herauskommt. Also das, was in dir sozusagen an Stimme da ist, was an dir an Wort da ist sozusagen, was an dir an Intuition da ist. Schauen wir uns vielleicht erst einmal die äußeren Umstände an. Die äußeren Umstände können wir uns nicht immer aussuchen. Ja, wir kreieren vieles, aber das meiste ist unbewusst. Das heißt, die Dinge passieren um uns herum. Es gibt Situationen, es gibt Umstände, es gibt Menschen, es gibt Begegnungen. Und immer wieder geht es darum, dass wir in irgendeiner Form darauf reagieren, also dass wir eine Antwort sozusagen darauf haben. Wenn wir in einer bestimmten Situation sind, dann fordert diese Situation unsere Reaktion darauf. Das ist gar nicht zu verhindern. Wir können nicht einfach passiv dastehen und sagen, okay, ja, sondern es passiert etwas, ja. Die Situation fordert uns fast, wir müssen etwas mit der Situation machen. Ganz besonders auffällig ist es natürlich, wenn wir in Interaktion mit anderen Menschen sind, ja. Dann ist es natürlich so, dass diese Menschen natürlich von uns irgendeine Antwort erwarten. Sie wollen eine Reaktion, ja. Sie wollen etwas an Feedback vielleicht. Sie wollen den richtigen Blick. Sie wollen ein Ja oder sie wollen ein Nein oder wie auch immer. Das heißt, dass die äußere Welt mit all den Dingen, die auf uns einströmen, immer in irgendeiner Form eine Art Interaktion mit uns will. Und jetzt müssen wir uns anschauen, was ist da los in der äußeren Welt? Was ist da los bei dem Menschen, der uns gegenübersteht? Oder was ist in der Situation los? Und es kann sein, dass uns das überhaupt nicht gefällt. Es kann sein, dass uns das antriggert. Es kann aber auch sein, dass es uns erfreut. Es kann sein, dass es uns glücklich macht, ja, dass wir uns gut fühlen damit. Wie auch immer es ist, das, was da außen ist, ist so, wie es ist. Jetzt kommt es zur Verantwortung. Was wir jetzt daraus machen in uns, also auch wie wir uns fühlen durch die Antwort, die wir parat haben dafür, das ist wieder unsere Angelegenheit. Und das ist unsere Verantwortung. Und ich mag dieses Wort sehr gerne. Im Englischen ist es noch viel verständlicher. Responsibility, da geht es darum, welchen Response hast du, also welche Antwort gibst du auf das, was im Leben gerade abgeht. Ja, und da bist du frei, da hast du im Grunde genommen die Wahl, wenn du bewusst genug bist und wenn du die Dinge genügend reflektierst, weil wir natürlich sehr viele Antworten in uns haben, ja, die, wie soll ich sagen, fast schnell wie ferngesteuert aus uns herausschnellen. Und wenn ich dann sage, Mensch, du musst die Verantwortung übernehmen dafür, mach das besser, reagier besser, ja, dann ist das natürlich erstmal frech dahergesagt, weil ich überhaupt gar keine Ahnung habe, kannst du überhaupt gerade so reagieren? Ja, vielleicht hast du Trauma erlebt, vielleicht hast du Verletzungen erlebt, vielleicht ist dein Nervensystem, deine Biologie so schnell im Antworten, im Reagieren, dass es fast dreist wäre, zu dir zu sagen, hey, übernimm deine Verantwortung, reagier da anständig drauf. Also, du siehst, es ist nicht so einfach. Es gibt einen bestimmten Bereich, den wir bewusst haben, wo wir sagen können, okay, ich weiß, was ich hier tue und ich kann das reflektieren und ich kann eine passende, gute Antwort darauf geben. Das heißt, ich kann Verantwortung übernehmen für meine Antwort. Es gibt aber auch die Situation, und zwar oft genug bei uns Menschen, dass wir nicht wirklich die Verantwortung übernehmen können für das, was da aus uns herauskommt, weil das, was aus uns herauskommt, viel schneller ist, als wir uns das vorher überlegt haben. Kennst du das aus deinem Leben? Vor allen Dingen, wenn Streitigkeiten da sind, wenn Auseinandersetzungen mit anderen Menschen da sind oder wenn Situationen dich besonders antriggern, dann kommt aus dir eine Antwort, die so unbewusst ist, die so aus der Tiefe kommt, dass man nicht unbedingt sagen kann, du hast deine Verantwortung nicht übernommen, anständig zu antworten, sondern es ist einfach da. Und das macht die Sache eben halt nicht ganz so einfach. Verantwortung übernehmen heißt aber auch, und ich gehe jetzt mal auf das Innere ein, für sich im Leben herauszufinden,
Was ist es denn, was ich wirklich, wirklich will? Was ist es, was ich auf keinen Fall will? Also was stößt mich ab und was zieht mich an? Und das, was uns anzieht, ist meistens das, wo wir auch sagen würden, okay, da werden wir glücklich. Also da haben wir das Gefühl, ein glückliches Leben anzustreben. Und wer ist für dieses glückliche Leben verantwortlich? Wer ist dafür verantwortlich, was du fühlst? Wer ist dafür verantwortlich, was du tust? Und das bist du. Und jetzt wird's interessant. Du alleine. Das heißt, dieses Spiel von außen, was auf dich zukommt, und dieses Spiel von innen, was auf dich zukommt, ist im Grunde genommen das Gleiche. Es geht immer darum, schaffst du es, eine Antwort zu entwickeln, die dich glücklicher macht, mit der du dich wohler fühlst. Kannst du eine Antwort in dir finden? Kannst du die Verantwortung übernehmen für dich? Und mit dich ist gemeint, für das, was dein Innerstes will. Und ich möchte dir gerne sagen, was dein Innerstes will. Dein Innerstes will ganz gerne Sicherheit, dein Innerstes will Verbundenheit und dein Innerstes möchte ganz gerne so etwas wie Echtheit und Freude, Authentizität. Warum weiß ich das? Ganz einfach, weil das sind die Dinge, die unser Nervensystem zur Regulation bringt. Alles andere bringt unser Nervensystem durcheinander. Und das heißt, unsere Biologie schlägt uns ein Schnippchen und wir können gar nicht mehr so antworten, wie wir gerne wollen und wir können gar nicht mehr die Verantwortung übernehmen. Schau, was passiert, wenn jemand sehr verängstigt ist? Kann er noch gute Entscheidungen treffen? Nein. Was passiert, wenn jemand tief traurig ist? Kann er noch gute Entscheidungen treffen? Nein. Was passiert, wenn jemand voll in der Wut ist, agitiert, rasend ist? Kann der noch gute Entscheidungen treffen? Nein. Kann der seine Verantwortung gut übernehmen in dem Sinne, dass es ihm und vielleicht auch seinem Umfeld, ja, also nicht nur egoistisch, sondern auch altruistisch gut tut? Nein. Das heißt, was immer vorne ansteht, und das ist das, was wir immer wieder sagen und was wir auch immer wieder lehren und was wir auch immer wieder trainieren mit unseren Coaches, ist die Regulation in deinem System, dass du dich verbunden und sicher fühlst. Nehmen wir mal nur diese beiden Dinge. Das ist ganz wichtig. Bevor du dich nicht verbunden und sicher fühlst, kannst du im Grunde genommen nur sehr, sehr schwer Verantwortung übernehmen für Situationen, Verantwortung übernehmen für andere schon kaum gar nicht, kann man fast sagen, und Verantwortung für dich im Grunde genommen auch sehr, sehr schwer. Das heißt, die größte Verantwortung, die du hast in deinem Leben, ist die Verantwortung dafür, dass du dich mit dir sicher und verbunden fühlst oder auch in Partnerschaft, auch wenn Auseinandersetzungen da sind, dich trotzdem noch in irgendeiner Form verbunden fühlst, damit es eine Kommunikation geben kann, die weiterführt, ja, die eine Entwicklung bringt, die vielleicht verantwortlich ist, ja, oder wo man bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, in die Richtung, dass es sich gut entwickelt. Und das kennst du. Wenn du mit Streitigkeiten beispielsweise schon zu tun hattest, in Partnerschaften vor allen Dingen, ist es sehr häufig so, dass so ein Ping-Pong entsteht und man hat kaum noch eine Möglichkeit, wirklich anständig zu antworten. Sprich, man ist auch gar nicht mehr in der Verantwortung, dass man Dinge sagt, die einem selber gut tun, Dinge sagt, die dem anderen gut tun, Dinge sagt, die der ganze Beziehung vielleicht noch in den nächsten Tagen gut tun und so weiter. Das heißt, die Hauptverantwortung, die wir haben in unserem Leben, ist die Regulation unserer Biologie, unseres Nervensystems, dass wir uns mit uns sicher fühlen, entspannt fühlen und dass wir uns mit uns verbunden fühlen. Das mag vielleicht für dich ganz neu klingen, vielleicht hast du noch nicht so viel dich damit beschäftigt, aber wenn du die Inhalte dessen, was ich gesagt habe, mal ein wenig überprüfst, dass es immer darum geht, welche Antwort kannst du aus dir heraus geben, dann wirst du ganz genau wissen, in welchen Situationen du geantwortet hast auf das Leben in der Form, dass es dir danach eigentlich schlechter ging als vorher oder dem anderen schlechter als vorher. Ist damit irgendetwas gewonnen? Nein. Das heißt, wer wirklich Verantwortung für sich selber übernehmen möchte, muss herausfinden, was er wirklich möchte, was er nicht möchte, muss lernen, auf diesem Weg gewisse Grenzen zu setzen. Das ist Verantwortung übernehmen, Grenzen setzen. Grenzen setzen wir am besten, indem wir sagen Stopp oder okay. Kommunikationsgrenzen können wir setzen, indem wir ganz einfach sagen, ich kann jetzt mit dir reden, ich kann jetzt nicht mit dir reden, lass uns das verschieben. Und indem wir immer wieder die Zeit nutzen, in Regulation zu kommen. Und das gilt für alles, für jeden äußeren Trigger wie für jeden inneren Trigger. Innere Trigger vielleicht noch ganz kurz dazu. Innere Trigger ist das, was ständig abläuft, wenn wir Dinge wahrnehmen. Und die machen was mit uns. Das erinnert uns an die Situation, jenes an jene Situation. Jetzt bist du so wie meine Mutter, jetzt bist du so wie mein Vater, stell dich nicht so an, das kenne ich von meinen Kindern und so weiter. Also Dinge, die wir in unserem Gehirn oder Neuroassoziation miteinander verknüpfen und dann überhaupt gar nicht mehr in der Situation sind, sondern im Grunde genommen in dem alten Film sind.
Kannst du aus einem alten Film heraus eine gute Verantwortung übernehmen für die jetzige Situation? Nein, weil du bist gar nicht in der jetzigen Situation, du bist gerade noch im alten Film. Das gilt es zu lernen und das funktioniert sehr, sehr gut, wenn du lernst, wie du dich regulierst. Wenn dir der Input gefallen hat, dich inspiriert hat oder dir ein Stückchen weitergeholfen hat, würde es mich riesig freuen, wenn du die Glocke aktivierst, dann kriegst du weitere Folgen dazu. Wenn du mir in den Kommentaren mal hineinschreibst, was du darüber denkst, was du erlebt hast oder was für Inspirationen du hast für weitere Videos beispielsweise. Und ganz toll wäre es natürlich, wenn du mir ein paar Kommentare reinschreibst, insgesamt, wie es dir gefallen hat und was mich wirklich freuen würde, wenn du diesen Kanal abonnierst. In dem Sinne freue ich mich, wenn wir uns wiedersehen. Geh auch gerne auf unsere Website und informier dich über die Dinge, die wir dir geben können für deinen Weg zum Glück, für deine Transformation, vielleicht auch für deine Aus- und Weiterbildung zu einem Premium-Coach. Ich wünsche dir erst einmal einen wunderschönen Tag.